Niagara-Schiss, Rentner-Schiss, zu Spät-Schiss, Bauerntopf-Schiss, etc. Voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Es gibt ja die Bristol Stool Chart. Das ist also eine offizielle Messskala, die die Festigkeit von dem, was gerade im Quartett beschrieben wurde, beschreibt. Das Gute ist, Regina, du bist ja jetzt hier und musst dir die Folge nicht mehr anhören. Aber ich wollte es doch im Freundeskreis verschicken. Howdy ho, Gude. Und herzlich willkommen zu unserem jubilierenden selbstreferenziellen Medienpodcast Voll in die Presse. Falls ihr jetzt denkt, dass ich mich anders anhöre als sonst, dann stimmt das wohl, denn ich bin gar nicht ich, beziehungsweise Ben Cartwright, sondern es spricht hier Hank Frank Schrader. Für diese, ja, unfassbarerweise 100. Folge hat sich die Stammbesetzung nämlich freigenommen und das Zepter kurzzeitig, vielleicht auch für immer, man weiß es nicht so genau, an vier andere Labersäcke abgegeben. Und bevor wir die Runde starten, darf ich eben diese Runde kurz vorstellen. Anwesend sind heute die Kulturkoryphäe Regina. Hallo. Dann haben wir den Biologieguru Reinherr. Hallo. Und der Bierpapst Palais Allee ist anwesend. All gute wie. Sehr schön. Und ja, da wir heute, wie erwähnt, ein großes Jubiläum feiern, frönen wir einfach mal gnadenlos unsere Selbstreferenz, die wir ja auch schon des Öfteren abgefeiert haben. Und ja, euch alle erwartet also ein buntes Potpourri an Anekdoten aus über 4 Jahren Voll in die Presse. Natürlich sind auch die Stammhosts anwesend hier. Und natürlich dürfen wir die auch hier einbetten in die lebhafte Diskussion heute. Und ja, zuerst möchte ich dann begrüßen den Sammer. Hallöchen. Anwesend ist ebenso Beef Rogers. Auch Hallöchen. Prollo Ferrari. Guten Abend. Und Ex und vielleicht auch der zukünftige Host Ben Cartwright. Howdy. Ja, wunderschön. Dann haben wir das ja erstmal geklärt. Und ich muss oder würde gerne so ein bisschen in diesen Podcast reinstarten, indem alle mal so ein bisschen vielleicht dokumentieren, wie sie mit diesem Team und den Inhalten, die hier transportiert werden, denn so in Kontakt gekommen sind. Also was war euer erster Kontakt? Wie seid ihr zum ersten Mal auf diesen Podcast aufmerksam geworden und was verbindet ihr so damit? Schweigen. Ja, Palais Allee darf gerne starten hier. Vielen Dank. Ja, also ich bin ja ein Kollege vom Beef und keine Ahnung, mir ist vielleicht vor einem halben Jahr mal aufgefallen, dass er immer mal wieder in seinem WhatsApp-Status diesen Podcast promoted hat. Da bin ich vielleicht selber ein bisschen neugierig geworden, ohne ihn direkt darauf anzusprechen, aber das hat er dann schon selber gemacht, als es dann um die sagenumwobene 96. Folge rund ums Bier ging. Weil da wusste er nämlich, dass er bei mir genau richtig ist, nebst dem anderen Kollegen Moritz, der ja damals auch dabei war. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, dass ich jetzt hier heute direkt die Ehre habe, bei der Nummer 100 dabei zu sein, ist natürlich umso sensationeller. Ja, ich kenne den Herrn Sammer und der hat mir irgendwann verraten, dass er diesen Podcast zusammen mit ein paar anderen Menschen macht. Da wart ihr aber schon bei Folge 30, glaube ich. Vorher wusste ich das nicht. Aber seitdem höre ich euch regelmäßig. Ja. Und ich glaube, ich bin in der Nachbarschaft über Ben Cartwright gestolpert. Weil er wieder vor der Tür gelegen hat, oder warum? Ja, oder ich. Später, zumindest bei einem sehr späten Drink haben wir uns im Garten getroffen und so habe ich von diesem Podcast erfahren und wurde dann zu meiner Ehre eingeladen und bin ganz stolz, jetzt beim Jubiläum dabei zu sein. Ja, dem kann ich nur beipflichten. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich die, glaube, ersten 4 oder 5 Folgen eures Podcasts, ich bin ein paar Wochen nachträglich sozusagen erst dazu geslidet, so rein konsumentenmäßig, die habe ich alle am Stück gehört bei Gartenarbeit im Frühjahr 2020. Natürlich mit Tempo 1,4, so wie sich das immer gehört. Ja? Und habe mir eigentlich nichts Böses gedacht, aber so als in der ersten Folge das Stichwort Polochsonnen gefallen ist, da dachte ich, okay, da musst du dabei bleiben. Da darfst du auf keinen Fall irgendetwas verpassen. Also an dem Punkt
war ich dabei sozusagen. Ja, und ja, ich bin ja dann auch so ein paar Mal eingeladen gewesen. Ich glaube, das ist jetzt mein insgesamt vierter Besuch hier. Ja, also mein erster Besuch kann ich mich noch ganz gut erinnern. Ich habe mir die Folge nochmal angehört in der Vorbereitung dieses Happenings heute. Ich wurde angekündigt als Gast des Jahres, weil ich der erste und einzige bis dahin war, der selber Bier mitgebracht hatte. Und es wurde leichtsinnigerweise behauptet, ich wäre jemand, der versteht, wovon er redet. Das hat sich ja mittlerweile als Konzept hier durchgesetzt, muss man sagen. Also ich glaube, alle, die heute Abend hier sind, verstehen von irgendetwas, wovon sie reden. Und wurden ja dahingehend auch explizit ausgewählt. Von daher ja, freue ich mich, in so einer illustren Runde heute dabei zu sein. Da habe ich direkt eine erste Frage, die ich hier an die Hosts stellen würde. Wenn ich jetzt höre, eingestiegen Frühjahr 2020, ist der Podcast eine Corona-Blüte? Nein. Er ist keine Corona-Blüte, auch wenn wir gerade sehr schöne Überleitung Corona-Extra zur Feier des Tages hier auf dem Tisch stehen haben. Denn ich glaube, wir sind auch schon 2019, also wir sind definitiv vor Corona gestartet im Benanza-Bus und haben dann die ganze Corona-Krise durchgesendet, dann eben mit den ominösen Kabeln aus dem Auto. Das war Sammers Idee. Wir haben uns ja immer auf dem Parkplatz versammelt im Benanza-Bus und irgendwann war Versammlungsverbot. Dann haben wir drei Autos nebeneinander geparkt, drei Familienkutschen mit langen 5-Meter-Kabeln da draußen. Da gibt es eine Folge, ich habe sie jetzt leider nicht parat, wo die Polizei uns da eben auch live auf dem Parkplatz stellt und sagt, was machen Sie denn hier? Und das war eine sehr schöne, ein sehr schönes Intermezzo. Aber wie gesagt, ursprünglich war die Idee auch, hatte nichts mit Langeweile in der Corona-Zeit zu tun. Eher hat es uns dann durch die Corona-Zeit getragen, sondern es war die Idee, einen schrägen Medienspiegel zu machen von den etwas abseitigen Nachrichten. Sensationell. Das hätte ich gerne gesehen mit der Polizei. Ja, ich hatte jetzt auch gerade so ein bisschen die Fantasie, dass es hätte ja auch sein können, dass die euch sofort gesprengt haben oder so, weil der Verdacht terroristischer Handlungen so nahe lag, oder? Habt ihr ja, Glück gehabt? Mir wurde auch im Nachgang vorgeworfen, weil ich habe mit den Polizisten aus meinem Auto heraus geredet, dass ich die nicht so provoziert habe, dass die mich direkt aus dem Auto rausgezogen haben und ich dann noch live sozusagen auf dem Sender da festgenommen werde. Also das wurde mir noch Wochen und Monate nachgetragen. Ja, du hättest es für die Quote echt mal machen können, sag mal. Nach wie vor trage ich dir das nach. Ich setze mir mal ein Fähnchen, das nachzuholen, diese Folge. Ich ja, können wir auch nochmal die Polizei einladen. Das wäre mal die Idee, dass sie das nochmal nachholen, dann den Sommer mal aus dem Auto zerren. Die diensthabenden Herrschaften nochmal befragen oder so. Ja, die Folge 110, das kann ich an der Stelle ja schon mal ankündigen, wird ja die Blaulichtfolge. Und da könnten wir das sehr gut machen. Ich kenne noch einen Polizisten. Ja, die lernt man auch ganz schnell kennen. Also da muss man nicht lange warten. Da muss man so ein, zwei Aktionen reißen und schon hast du da ganzen Bienenschwarm am Hacken. Ja, aber 100. Folge wäre doch was zum Anstoßen, oder? Das wäre doch jetzt die perfekte Gelegenheit. Ja, das passt wunderbar. Also, wie Ben Cartwright schon erwähnt hat, haben wir heute Corona extra am Tisch. Unter anderem. Ja, zum Wohl auf euch. Genau. Oh. Skull. Ah, herrlich. Ja, es gibt ja noch andere Biere heute. Ich habe zur Feier des Tages ein besonderes, ja, wie soll ich sagen, ein Getränk organisiert mit einem goldenen Etikett und auch im Namen steht das Wort Gold. Da möchte ich später nochmal drauf eingehen, wenn es sich dann anbietet, auch das hier zu verköstigen, ja, an dieser Stelle. Okay, ja, meine Damen und Herren, ich habe ja eben angefangen hier mit den, dass ich irgendwie angefangen habe, selbstreferenziell über meine bisherigen Auftritte hier anzufangen. In meinem zweiten Auftritt im Übrigen hat man mich hier voll ins offene Messer laufen lassen, denn es hieß zwar, ich solle irgendwas über Filme erzählen, aber es wurde nicht erzählt, dass es um Trilogien gehen soll. Also alles, was da passiert ist, war völlig improvisiert. Deswegen möchte ich die Frage an alle anderen Anwesenden hier richten. Wie war das bei euch? Also hat man euch gebrieft oder seid ihr auch mehr oder weniger ins kalte Wasser hier geknallt worden, beziehungsweise ins kalte Bier oder in sonstige Tümpel der Unwissenheit? Also bei Folge 96 war ja auch den Hosts das Konzept mittlerweile dann so halbwegs bekannt.
sodass ich ungefähr gewusst habe, was dann auf uns zukommt. Nämlich eben auch Spontanität, dass niemand die Artikel des anderen kennt. Und ja, darauf habe ich mich dann mehr oder weniger eingelassen. Ich habe gewartet, bis wir angesprochen wurden. Und haben dann erzählt, nein, so schlimm war es nicht. Aber ich hatte ein bisschen was vorbereitet. Und ich hatte das Gefühl, und ich habe es auch heute noch. Und es ist immer ein gutes Zeichen, wenn man sich nicht schämt, seinen Freunden zu zeigen, hey, ich war in einem Podcast, hör mal. Dann war es, glaube ich, ganz gut. Bei mir war es so, dass ich zitternd und aufgeregt ein Thema vorgeschlagen habe. War dann ganz froh, dass es genommen wurde. Ein Thema, mit dem ich mich ein wenig auskannte beim ersten Mal, wo ich eingeladen wurde. Und ich glaube, beim zweiten Mal lief das ganz genauso. Und ja, die Spontanität und die wissenschaftliche Untermauerung finde ich hier eine wunderbare Melange. Ich war bisher einmal eingeladen und es war eigentlich so, es gab kein spezielles Thema bei der Folge. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge es war, 50, 55 sowas, weiß ich nicht. Da guckt gerade jemand nach, wie schön. Auf jeden Fall war es tatsächlich so, ach nee, das müsst ihr euch eigentlich nicht mehr anhören nachträglich, weil ich war nicht vorbereitet. Also ich wollte eigentlich nur mal gucken. Ich war einfach neugierig, wie das so funktioniert und hatte dementsprechend eigentlich auch nichts Konstruktives beizutragen. Aber man, ja. Es war die 56. Die 56. Tja, Wahnsinn. Du kennst alles auswendig, ne? Also die letzten Monate. Meine Suchmaske. Ja. Ja, okay. Ja, wie sieht es eigentlich bei den Stammhosts aus? Also ihr seid ja nicht alle von der allerersten Folge an direkt mit dabei. Da fange ich doch einfach mal mit dem an, der zuletzt sozusagen dazugekommen ist. Für dich war ja auch irgendwann das erste Mal. Ja, das genau, das betrifft ja doch die meisten irgendwie im Leben. Und ja, bei mir, wie gesagt, war das so, dass ich nachdem der Karl-Heinz Ballermann irgendwie ausgestiegen ist, so nach der ersten Season ungefähr, ne? Also da müsst ihr jetzt lügen, ja. Erste Staffel ungefähr, hatte mich der Ben Cartwright gefragt, wir kannten uns schon vorher, ob ich da ein Interesse hätte und hatte ich und genau, und bin dann auch eingestiegen. Ich weiß noch, ich hatte dann was dabei noch mit aus meiner alten Heimat da, wie noch irgendwie aus dem Gefängnis da mit einer Leiter ausgebrochen wurde und so ein Kram, wo ich auch so gedacht habe, mein Gott. Und nee, und ich finde das ja nach wie vor einfach sehr, sehr witzig und es macht Spaß. Auch im Vorfeld sich eben, also entweder bei den ganz offenen Sendungen, da finde ich es dann auch mal ganz spannend, weil man dann überhaupt nicht weiß, was auf einen zukommt. Also das ist ja völlig, also ist wie mit der Schrotflinte drauf schließen irgendwie. Das ist ja völlig beliebig, was aber eigentlich sehr cool ist. Und auf der anderen Seite finde ich bei den Themensendungen auch so mit Themen, also ganz ehrlich, bei der Schleimfolge, da habe ich am Anfang gedacht, okay, was willst du da jetzt machen? Schleim ist Schleim. Und da, wenn man dann ein bisschen tiefer einsteigt, merkt man, dass es eben nicht nur Schleim ist, sondern schon noch ein bisschen mehr. Und das ist dann wiederum das Spannende, wo ich dann denke, okay, ja, also bis jetzt hatten alle Themen, die wir hatten, einfach finde ich das cool, dass man dann, wenn man dann selber so ein bisschen tiefer eindringt, auch in Bereichen, mit denen man vorher nichts zu tun hatte. Also mit Schleim hatte ich maximal bei einer Erkältung mal zu tun irgendwie. Ansonsten hatte ich davon weniger Mut. Und plötzlich denkt man, okay, das ist doch ein bisschen mehr. Und auch bei der anderen Folge, wo Reinherr dabei war, das ist dann auch nochmal die Geschichte damit mit diesem Parasitenkreislauf, also dann auch mit der Ameise, die oft den, also mit diesem einen, ich krieg's gar nicht mehr zusammen, also der Botenstoff, der in das Gehirn der Ameise eindringt, damit die oben auf so einen Grasreim klettert. Der Hirnwurm. Und dann, genau, der Hirnwurm. Und sich fressen lässt vom Schaf, damit der Wurm sich da dann einnisten kann, weil das der nächste Wirt ist. Also irre, das kann sich keiner ausdenken. Also jeder Drehbuchautor in einem Horrorfilm würde so sagen, okay, eine Runde zu viel, komm Junge, komm mal runter. Und das ist hier, es ist einfach Realität, das ist faszinierend. Vielleicht darf ich, weil der Hank Frank hat uns gelehrt, als er das erste Mal da war, immer selbstreferenziell zu sein, was ja heute maximal hier stattfindet. Also das sind die Folgen 62, Parasitenpower. Das war erst der erste Auftritt von Reinherr und dann Folge 83, Glibbergott, Schneckenkleber und Aliengel. Das war eine sehr lustige, die haben wir bei Reinherr zu Hause aufnehmen dürfen. Und da hat der
Beef sich eingenässt. Das stimmt ja nicht. Da frage ich mich, wo ist eigentlich der Glibber hier auf dem Tisch? Wir hatten doch so einen wunderbaren Glibberball. Den hat der Sammer zu Hause. Ah, okay. Das fand ich so schön irgendwie. Es war auch so ein Sinnbild für die Zeit, die verrinnt. Ja. Den bring ich dann mit, wenn wir über Pilze sprechen. Ah, ja. Genau, Pilze. Ich wollte gerade noch ein Thema anmelden, falls ihr es noch nicht hattet. Also Ben Cartwright kann einmal gucken, und zwar Kacke. Also gefühlt ist das in jeder Sendung drin. Ich habe das Gefühl, das könnte der ganz große Durchbruch werden. Kacke geht immer. Also ja, ist hochinteressant übrigens. Wissenschaftlich. Du versuchst aber auch echt zu steigern, ne? Nach Parasiten, ja, Schleim und jetzt Kacke, so, Alter. Okay, was kann noch kommen? Hätte ich das gewusst, hätte ich so ein Bullshit-Bingo noch irgendwie zusammengezündet. Leute, wir haben uns nicht abgesprochen hier. Ich schwöre hoch und heilig. Aber ich habe heute neben noch zwei anderen, Accessoires, ein Scheiße-Quartett dabei. Hochdruckschiss, Niagara-Schiss, Rentnerschiss, zu Spät-Schiss, Bauerntopfschiss, etc. Darmsprengquer-Hochschnellschiss und so weiter. Ich möchte es jetzt nicht ausführen, aber da können wir gleich nochmal, oder das können wir dann vielleicht, wenn das Thema dann umgesetzt wird, auch nochmal als Anlass holen, sich daran zu heilen. Das heißt original Scheiße-Quartett. Ich wusste, dass es sowas gibt. Oh, meine Herren. Richtig. Ja, ja, ja. Also, da möchte ich jetzt aber bei einem Stichwort doch mal einhaken. Ich bin ja seit 2 Jahren Rentnerin und ich merke nicht, dass sich irgendetwas verändert hätte. Ja, ich müsste gleich nochmal die Leistungsdaten vom Rentnerschiss mir hier angucken. Aber das ist doch ein super Aufhänger, oder? Also da können wir ja dann rein biologisch diese verschiedenen Arten der Zusammensetzung und Flatulenz, Druck, Entladungen auch gerne mal auf eine wissenschaftliche Art und Weise beleuchten. Ja, habe ich tatsächlich durch Zufall dabei. Denn, und das möchte ich kurz anmerken, und da habt ihr mir in der Folge 99 ein wenig schon, da ist mir kurz der Atem gestockt, als ich mir das gestern angehört habe oder vorgestern, ist das Wort Tyrannen wieder gefallen. Denn das ist in der Tat eine meiner Lieblingsfolgen, wenn ich das mal so sagen darf. Das müsste die Folge 61 gewesen sein. Stimmt, 16. Ich rede Blödsinn, 61 ist eine andere, die kommt gleich noch. Die Folge 16, Diktatoren, Tyrannen, Despoten, Special. Und ich habe heute mitgebracht, was in einer meiner Lieblingsspiele sind die beiden Tyrannenquartette, Tyrannen 1 und 2. An den muss ich gerade denken, als das Scheiße-Quartett genannt wurde. Ja, so. Und wie geil bist du denn? Du bist echt top vorbereitet. Ja, das muss manchmal sein. Ich möchte ganz kurz die Kategorien vorlesen, die in diesen Quartetten vorkommen, weil ich möchte nicht in die Details gehen. Aber um das nochmal zu vervollständigen, denn ich hatte das Gefühl, das war noch nicht so ganz durchgearbeitet, das Konzept von euch. Ja. Also die Kategorien sind Kommunisten, Militärs, Monarchen, Faschisten, US-Marionetten, religiöse Eiferer, Völkermörder, Kleptokraten, Charismatiker, also Charismatiker zum Beispiel Gaddafi und Peron, Junta-Chefs, GUS-Autokraten, also GUS, ne, Gemeinschaft unabhängiger Staaten, Ostblock-Regenten, Isolationisten, das ist Kim Jong-il unter anderem, Nepotisten, da musste ich erstmal nachlesen, was das ist. Weiß jemand, was Nepotist heißt? Ich kenne nur Nepomuk. Nee, das Nemo. Muss irgendwas mit Verwandtschaft zu tun haben. Ja, sehr, sehr gute Spur. Also in Köln wird man wahrscheinlich sagen Klüngel. Korrekt, es bedeutet nämlich Vetternwirtschaft zu Deutsch. Und dann gibt es noch die Kategorie Wahlbetrüger, da ist zum Beispiel George W. Bush mit drin. Und Nazi-Kollaborateure, um Gottes Willen. Ja. Also möchte ich nochmal der Vollständigkeit halber vielleicht später auch für die Shownotes zur Verfügung stellen, da vielleicht so einen kleinen Querschnitt, damit auch diese Folge dann quasi einen perfekten Umfang erhält nachträglich. I want problems, always! Ja, sehr schön. Ja, vielleicht kann der Herr Ferrari auch noch kurz was dazu sagen, wie es zustande kam, dass du bei diesem Podcast hier überhaupt mitwirkst. Ja, ich hatte gerade im Benanza-Bus übernachtet und der Ben hat mich mit seinem Mikroaufbau überrascht.
tatsächlich bin ich dann einfach bis heute da geblieben. Okay. Und das, obwohl mir seit Anbeginn im Prinzip regelmäßig Puffbesitz unterstellt wird. Das heißt nämlich erstens Saunaclub und zweitens, auch wenn der Name natürlich für Qualität steht, ja, also ganz so weit bin ich noch nicht. Schade. Also du hast den Absprung nicht geschafft. Nach oben oder nach unten? Das kannst du dir aussuchen. Ja, also ich bin jedenfalls da. Das ist die Hauptsache. Ja, da nicht live hier im Raum, aber zumindest zugeschaltet ist auch der Sammer. Ja, wie kommt der Sammer hier in so eine Runde? Das verwundert mich ja. Wieso wundert dich das? Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das einordnen soll, diesen ich auch nicht. Hinweis. Aber ja, der Ben Cartwright, also wir kennen uns ja ohnehin seit Schulzeiten und sind jetzt ja auch im selben Job sozusagen. Und eines Tages hatte der halt die sensationelle Idee, dass den Blödsinn, den wir in den langgezogenen Pausen, die wir gemeinsam im Job immer so hatten, den Blödsinn, den wir da immer reden, dass wir den auch einfach mal aufnehmen könnten, das würde bestimmt die Kulturwelt bereichern. So in etwa war der Beginn. Und ja, plötzlich kam die Einladung zur ersten Sendung. Das ging Knall auf Fall. Da fällt mir ein Erlebnis ein aus meiner Kindheit. Ich bin nämlich damals mit meinem besten Kumpel, da war ich vielleicht so zwischen 8 und 12 muss das gewesen sein, haben wir auch Tapes aufgezeichnet, die damals noch nicht Podcast hießen und damals noch analog auf MC gemacht wurden, haben wir uns auch irgendwie den dümmsten Scheiß überlegt und dann zwischendrin immer so Musik eingespielt. Wir haben immer so getan, als wären wir Radio. Wir haben dann irgendwie 6000 Charaktere erfunden, die bei irgendwelchen behinderten Gewinnspielen dann teilgenommen haben. Dazu hat sich ja heute in der Realität nicht so wahnsinnig viel verändert. Und wir fanden das irgendwie obercool, haben es aber auch niemandem gezeigt. Und jetzt kann ich es nicht mehr anhören, weil es nicht digitalisiert ist. Ja, das musst du nachholen. Das stimmt. Funktioniert tatsächlich. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Wir haben es allerdings damals auf Video aufgezeichnet, weil ich die Video-AG der Schule gewesen bin. Und dann hatte ich Equipment. Und das habe ich irgendwann mal wirklich kurz bevor das nicht mehr ging, alles digitalisiert. Und jetzt kann man sich das noch angucken. Auch in einer unfassbar, naja, wie soll ich sagen, Low-Density-Qualität. Man will es auch eigentlich gar nicht mehr sehen, aber so alle 4-5 Jahre kann man da nochmal reinschauen. Und ja, das waren so die Privatpodcasts der 90er, sag ich mal. Ja, du warst ja schon richtig weit vorn. Du hast direkt einen Videopodcast gemacht. Ja, natürlich ohne Cast, sondern nur Pod. Quasi. Mit Pod. Ja, Ben Anzer, jetzt musst du auch mal die Karten auf den Tisch legen. Wie kommt es dazu, dass du hier die ganzen Leute so eingesammelt hast und für so ein Format begeistern konntest? Also ich glaube, begeistern musste ich sie gar nicht lange, weil die Idee war schnell in unser aller Köpfen und ich habe die schon eine ganze Weile mit mir rumgetragen, spätestens seit ich einmal in der Bild-Zeitung gelesen habe, dass in Hipsterbärten mehr Bakterien zu Hause sind als auf Klobrillen. Da habe ich gedacht, das ist doch eine geile Nachricht, da muss man drüber reden. Und das ist, glaube ich, auch in dieser ersten Folge irgendwo drin oder in einer der folgenden jedenfalls. Und dann habe ich eben in den Mittagspausen, weil wir tatsächlich auch der Prollo, der Sammer und das Gründungsmitglied Karl-Heinz Ballermann, den wir hier herzlich grüßen wollen, beruflich verbunden sind und die eine oder andere Mittagspause verbracht haben, haben gesagt, komm, wir können statt hier schlechtes Essen zu essen, können wir in der Pause auf dem Parkplatz auch schnell einen Podcast machen, weil ich habe ja einen Bus, der steht da und dann gehen wir einfach raus in der Pause und nehmen das dann auf. Das wurde dann aufgrund des Alkoholgenusses eher nach der Arbeit, also wir haben es dann so als Absacker gemacht, aber wirklich an den ersten 2 Jahren auf dem Parkplatz bei uns vor der Arbeit. Und irgendwann kam dann eben Corona und dann sind wir hier auf den berühmten Assi-Parkplatz ausgewichen und jetzt sind wir hier in der Ponderosa im Kellerstudio. Aber die Idee ist immer noch die gleiche. Einfach, man liest es ja ganz viel und möchte dann einfach darüber reden und deswegen auch die Idee ist, nicht vorher schon zu erzählen, sondern dann einfach so ein bisschen wirken zu lassen. Das klappt mal besser und mal schlechter. Aber wir fühlen uns eigentlich immer bestätigt, wenn dann Monate später irgend so ein viel berühmterer Podcaster oder sonst wie Hiopai genau denselben Artikel irgendwo ausgräbt und sagt, oh, ich bin total lustig, was ich hier gelesen habe. Die haben die Notre Dame mit Ubisoft-Plänen wiederhergestellt, weil die so genau vermessen waren. Sag ich nur, haben wir vor 2 Jahren schon im Podcast erzählt. Kriegen halt nicht ganz so viele Leute mit wie bei anderen. Aber das ist halt,
ja, vielleicht diese Nische, die dann so Leute wie Regina eben als Herrschaftswissen ausnutzen können. Wir sind ja auch der Think Tank für wer weiß denn sowas. Ja, in der Tat. Sag mal, das ist regelmäßig unsere Artikel werden da in Quizfragen umgearbeitet. Tja, da würde ich bei Urheberrecht hier geltend machen oder zumindest Verwertungsrechte. Ja, also das ist ja das Allermindeste. Unglaublich. Ja, dazu müssten wir einen haben, der sich mit Jura auskennt. Ja, aber guck mal, der Sammer hält sich ja schon nicht an die größte Regel, die hier überhaupt im Podcast gilt, seitdem Beef Rogers anwesend ist. Und das ist auch der Highlight-Spruch, der hier ever gekommen ist. Guckt keine Bumssender. Ja, also das mal ganz klar zu sagen. Ja, man kann es nicht oft genug wiederholen. ARD ist doch kein Bumssender. Dem würde ich maximal widersprechen. Das Erste. Der erste Bumssender von einer ganzen Reihe. Aber das ist in der Tat diskutabel. Indiskutabel ist, ihr kam es ja eben schon zur Sprache, dass es ja auch verschiedene Aufnahmeorte hier gegeben hat. Neben den Bus oder den Bussen, also mein erster Auftritt war auch über mehrere Fahrzeuge verteilt, ich erinnere mich gut, ich war beim Prollo in seinem Familien-Motorhome untergebracht. Ich kann mich gut erinnern an eine Folge, zumindest vom Hören her, dass ihr auch mal unter einem Vordach oder in einer Garage vor einem Feuer gesessen habt. Das klang für mich ja auch eher, wie soll ich sagen, skurril. Ja, das war tatsächlich genau hier, wo wir heute sind, nur eine Etage höher, auf der Ponderosa draußen auf der Terrasse. Und da haben wir uns gemütlich um den Grill gesetzt. Der Grill wurde zweckentfremdet zu einem Lagerfeuer und irgendwann wurde im Sommer aber kalt. Und hat er nasses Holz da drauf geworfen. Und ich habe darüber ein Buch geschrieben, meine erste Rauchergiftung. Ja, nee, wirklich, wir haben dann tatsächlich der Experten am Werk. Der Prollo, der hat ja so die Angewohnheit, ständig bei mir zu crashen. Und da war das dann eben auch hier das Wohnzimmer. Und morgens bin ich mit fetten Kopfschmerzen aufgewacht, stellte sich dann raus, es war keine Rauchvergiftung, sondern Alkohol. Aber ich habe mir dann Sorgen gemacht und habe über Rauchvergiftung gelesen und hab dann gedacht, fuck, und du lässt den Prollo, der hatte abends sich schon beklagt, einfach da unten liegen. Dein Freund stirbt da gerade und bin ganz schnell runter in Unterhose. Und da war der aber schon, hat er schon längst irgendwie einen polnischen Abgang gemacht und war zur Familie nach Hause gekehrt. Aus Gründen wahrscheinlich. Aber diese Legende mit der Rauchvergiftung ist großartig. Der Prollo, der war einfach hackendicht schon, als wir am Feuer saßen. Und so nass war das Holz auch gar nicht. Das ist eine bloße Ausrede dafür, dass der nichts verträgt, der Typ. Ich habe alles in dem Blumenkühl. Den Satz kann man sich das zu Ende denken. Ja, das kommt mir aber sehr bekannt vor, denn die Gartenfolge in St. Omeln, die lief ja ähnlich, beziehungsweise da hatten wir auch ein kleines Feuerchen nebendran. Da hatte ich im Übrigen am nächsten Tag auch ein paar Kopfschmerzen beim Aufräumen, denn da war auch eine ähnliche große Biervielfalt am Start wie heute hier, die man vielleicht gleich noch moderieren kann. Im Übrigen habe ich da noch einen Nachtrag zu liefern, beziehungsweise ich erwarte vom Ben Cartwright einen Nachtrag, denn er hat in dieser Folge ein Quiz ausgelobt. Und dieses Quiz hieß, wie viele Tote bzw. Ermordete werden in diesem Podcast heute hier besprochen? Kleiner Hinweis, es war ein sogenannter Horror-Podcast. Also wir haben über Kriminal- und sonstige Horrorgeschichten uns ausgetauscht. Und ja, die Auflösung ist bis heute nicht erfolgt. Sowohl inhaltlich als auch die Gewinner wurden noch nicht veröffentlicht. Ich glaube, ich habe keine einzige Einsendung bekommen. Das ist das erste Problem und sah mich deswegen auch nicht in der Lage, das nochmal zu zählen, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass wir ich habe es gerade hier, Folge 61, Horrorhaus, Reifen, Reißer und Piller, Killer, Karnickel, live aus dem Schradergarten in St. Omeln. Ein großartiger Tag und Abend. Da hattest du in deinen Kartoffellöchern die Kartoffeln rausgeschmissen und lauter Bier versenkt. Das war geil. Und wir haben lang da gemacht. Und ich erinnere mich immer, und das ist mir seitdem schon fünfmal untergekommen, an deinen Film Rubber von diesem Reifen, der durch die Wüste rollt und Leute ermordet. Das ist so total bescheuert. Wundervoll. Also
Ich möchte da, wenn wir schon beim Thema sind hier, und es ist wirklich nicht abgesprochen, ich habe zu diesem Film, beziehungsweise dem Regisseur dieses Films, Quentin Dupieux, noch einen aktuellen Filmtipp. Ich muss ja ein bisschen mein Thema auch ein bisschen unterbringen hier heute. Und Quentin Dupieux hat im Jahr 2019 einen Film nachgelegt mit dem Namen Monsieur Killerstyle. Und ich möchte kurz erzählen, es geht um einen Filmemacher im Film, dessen fransige Lederjacke ihm sagt, also die Lederjacke sagt ihm, ja, sie wäre sehr geil und müsste die einzige Jacke der Welt sein. So, daraufhin kauft er zuerst allen Menschen, die er so trifft, die Jacken ab und versteckt in seinem Kofferraum. Und dann hat er kein Geld mehr, dann klaut er alle möglichen Jacken, um sie dann zu vernichten. Und am Ende, naja, dann killt er halt alle Leute, die Jacken anhaben. Vornehmlich mit dem Rotorblatt eines Deckenventilators. Also, auch der ist sehr sehenswert. Ich ja, möchte nochmal den Titel Monsieur Killer Style hier über den Äther laufen lassen. Also ja, hervorragend. Also, ne, um das rund zu machen. Trotzdem, ja, also das war auf jeden Fall ein schöner Abend. Ich kann mich gut dran erinnern, also zumindest ans meiste davon. Und es hat auch ordentlich geraucht da. Also, in dem Fall. Ja, was gab es denn sonst noch so für Highlights? Gerne offene Frage hier. So an Locations hier. Gibt es noch irgendwelche besonderen Locations, an die ihr euch erinnern könnt? Also, wir waren sonst ein paar Mal ja auch bei mir im Beef Hole, wie das immer genannt wird. Und da kann ich mich an eine Folge erinnern. Da war, glaube ich, die Heide Witzka das erste Mal dabei. Und sie hat sich natürlich prächtig eingeführt, weil sie hatte erstens einen Mad Eagle dabei. Und zweitens selbstgemachten Eierlikör. Und drittens war das gefühlt die längste Folge, die wir je hatten, im Sinne von der Aufnahmezeit beziehungsweise in dem im Nachklapp. Also ich glaube, wir haben bis so ungefähr um, Proto verbessere mich, bis um 5 da gesessen oder so, morgens um 5 und hatten abends um 8 oder so angefangen. Und das war lang. Das war, ich glaube, die Ukraine-Folge, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Da waren wir ganz frisch unter dem Eindruck dieses Angriffskriegs und kamen zusammen. Und auch hier hat der Podcast uns eigentlich ein bisschen Halt gegeben. Ich kann nur von mir sprechen. Mich hat das sehr verunsichert, diese ganze Geschichte, als das losging. Und wir saßen da zusammen und Fräulein Witzka hat auch viele Bekannte und Freunde in der Ukraine. Und die erzählte dann halt auch sehr, sehr unmittelbar daraus. Also es war eine ernsthafte Folge, ja, größtenteils. Aber wir haben uns dabei total abgeschossen und bis 4 Uhr morgens oder so da beim also keiner wollte nach Hause gehen so richtig. Und wir haben da alles gegessen, alles leer getrunken. Und Fräulein Witzka war ja schon ein paar Mal, zumindest noch einmal bei der Yellow Press-Folge dabei. Und die hätten wir natürlich heute auch gerne hier am Tisch gehabt. Ich möchte ja ganz kurz den Grund abspielen, warum sie nicht ist. Dann hat sie uns nämlich selber mitgegeben. Guten Morgen. Wie soll ich jetzt sagen? Ich wäre sehr, sehr gern dabei, aber da habe ich was vor. Ich heirate. Das klappt wohl nicht. Schade, schade, Schokolade. Aber bei der 150. Jubiläumsfolge bin ich volle Möhre dabei. Liebe Grüße. Tschüss. Ja, schade, schade, Schokolade. Tja, Glückwunsch. Ja, genau. Vielleicht, du hast Style, ja. Mr. Killer Style hier. Palais Allee, Monsieur Killer Style. Herzlichen Glückwunsch, liebe Heide, zum Geburtstag und natürlich zum Hochzeitstag. Der eine sagt so, der andere so. Hätte man natürlich auch kurzfristig noch verschieben können, ne? Hätte man, aber gut, ist ja nicht jeder so. Der 5.5. ist sowieso das rundere Datum. Unbedingt. Oh ja, oh ja. Ich glaube, jetzt ist es zu spät, ist schon abends, oder? Letzte Woche war der 24.04.24. Jetzt rechnen hier alle. Hank Frank, wenn du mir ein Zeichen gibst, spiele ich einen Jingle ab, damit wir unsere Kehlen. Ja. Sehr gerne. Zeichen. Mit dir zwei Worte. Ein Bier. Ja, lieber Ben, dann bedanke ich mich für dieses Jingle. Ja, ich habe heute hier selbst mitgebracht, nachdem er mich ja so gelobt hat dafür vor diversen Jahren, habe ich mir das nicht nehmen lassen heute. Ja, ich glaube, für alle biertrinkenden Anwesenden reicht es genau. Ich habe ein Kloster Scheiern, Kloster Goldhell. Also ein goldenes Bier, passend zum goldenen Jubiläum, obwohl golden ist eigentlich 50. Ne? Was gibt es eigentlich, ein anderes Metall, was für 100 irgendwie herhält? Was ist denn Platin? 60?
jetzt bei den Hochzeitsthemen, also ich meine, die hundertste Hochzeitstag ist dann schon auch eher selten. Ja, wenn man so. Also so bei Schildkröten mag es öfter vorkommen, aber. Ich bin ja noch nicht so lang unter der Haube und da guckt man immer mal nach, weil am Anfang die Jubiläen ja noch relativ häufig sind, am Ende ist dann egal. Ja. Fängt an mit Krepppapier oder wie war das? Aber ja, diese, so Papier, ne? Dosenmilch, Bambus, Stein, ja. Die Leberwurst. Tempo. Das ist nach der Scheidung. Diese Listen hören tatsächlich irgendwie mit dem 100. Lauf, aber ich weiß gerade nicht, was das ist. Fängt das eigentlich nach der Scheidung wieder von vorne an oder kann man das einfach mitzählen? Achso, das ist nur so aufaddiert. Ja, ja, das ist eine spannende Frage. Da ist jedes Jahr Bierhochzeit. Also, da muss man mal die Heide Witzka fragen. Ja, nee, also. Ne, also ich hab's hier und ich sag euch gerne die 100. Das geht nämlich genau bis 100. Das ist die Himmelshochzeit. Die wird wahrscheinlich auch da gefeiert. Ja, dann bist du auch dort. Da hat sich jemand was dabei gedacht, glaube ich. Ich kenne auch, aber da guck mal, welche Gnadenhochzeit habe ich schon mal gehört. Das muss auch ziemlich hoch sein. So 70 oder so. Irgendwie so kurz. Tatsächlich, die 70. Aber mit Gnade, das kann man auch anders verstehen, ne? Gnade, Gnade. Also irgendwie, aber vielleicht ist das auch. Ja, dann werden davor wahrscheinlich die Kronjuwelenhochzeit kommen. Die gibt es nämlich auch. Die Kronjuwelen, genau. Es gibt Diamanten, die gibt es auch noch. Kronjuwelen 75. Was ist Diamanten? Die ist früher, ne? 60? Diamant ist 60 tatsächlich. Ja. Was ist denn dazwischen nach? Was kommt denn nach den Kronjuwelen? Da gibt es ja jedes Jahr gibt's eine. 61 Ulmen, 62 Aquamarin, Ulmen. 63 Quecksilberhochzeit. Okay. Ist auch mal schnell die letzte. Gehen Sie ganze Metalle durch. Eisenhochzeit, Steinhochzeit. 67,5 ist die Steinhochzeit. Was ist denn die Bronzehochzeit? Also ich kenne die Bronzezeit, aber... Ja, das wird weiter vorne sein. Ne? Knoblauchhochzeit gibt es auch. 33,3. Bronzebock. Kupfer ist siebte. Die erste ist Papier. Nicht Krepp, aber Papier tatsächlich. Ja, Bronze muss ich nachliefern. Das sind hier wirklich 100. Wusstet ihr denn, dass man mit heiraten beziehungsweise öfter heiraten auch Geld verdienen kann? Habe ich gerade gelesen. Ich glaube, Österreich war das. Da ist der Mann von der Frau gestorben. Die hat eine Witwenrente gekriegt und dann hat sie einen neuen geheiratet. Hat sich von dem scheiden lassen, dann hat sie die nochmal gekriegt, warum auch immer, ich kenne die Regeln nicht. Und dann hat sie das gecheckt, dass das irgendwie funktionieren könnte und hat sich dann von demselben Typen irgendwie 10-mal scheiden lassen, um 10-mal diese Witwenrente zu kriegen. Und beim 11. Mal ist es dann aufgefallen. Oh, das ist sportlich. Auch schon. Klassischer Fall von zu gierig geworden. Was doch jetzt auch die Tage durch die Medien ging, ist, dass jemand von allen möglichen Kindern die Vaterschaft anerkannt hat, um davon dann das Kindergeld zu kassieren. Findet der Staat irgendwie auch nicht so geil, aber das ist tatsächlich nicht reguliert. Inwiefern reguliert? Jetzt verstehe ich nicht. Dass man dem keinen Riegel vorschieben kann, weil du sagst, du kannst ja die Vaterschaft eines Kindes annehmen, auch wenn du nicht der biologische Vater bist. Und wenn du das halt machst und machst und machst und machst und machst. Und aber dumme Frage, es gibt ja einen biologischen Vater, unterstelle ich mal. Und das heißt, der hätte ja möglicherweise auch ein Interesse an dem Kindergeld. Oder aber nicht? Der ist kurz Zigaretten holen. Also. Möglicherweise gibt es den dann ja nicht. Das dürfte ja dann ausgekundschaftet worden sein vorher. Wo wir gerade bei Zahlen sind. Ich habe ein bisschen was über die Zahl 100 recherchiert. Also ich habe nicht so viel gefunden, aber die Zahl 100 ist wohl in vielen Kulturen gilt die Zahl als Symbol für Vollkommenheit und Fertigstellung. Also das ist schon nicht umsonst, dass wir das hier feiern oder dass es generell die Zahl 100 irgendwie gefeiert wird und ein besonderes Datum stattfindet. Insbesondere auch im Alten Testament kommt die Zahl 100 100 Mal vor. Und gilt dort als Zahl Gottes auf der Ebene der Generationen und Geschlechter. Whatever the fuck it means, aber das wurde mir hier zugetragen. Gleichzeitig ist die Zahl 100 die Summe der ersten 9 Primzahlen. Also zählt man die Primzahlen 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 und 23 zusammen, kommt man exakt auf 100. Also da ist irgendeine mystische mathematische Umgebung, die das Ganze umhüllt. Und ja, das Letzte, was ich dazu vortragenswert gefunden habe, ist,
dass der Rekord für das schnellste Zählen von 100, also von 1 bis 100, liegt bei 21,5 Sekunden. Also wir, den schlagen wir doch jetzt. Oder? Ja, Rainer, dann darf ich gerne bitten, solltest du es bis 100 schaffen, ich gehe mal aufs Klo. Ich habe gerade das Bedürfnis, Bier zu trinken. Ja. Skull. Prost. Das sieht im Glas sehr schön aus. Ganz gold. Gülden. Ich bin Flaschenkind. Lecker. Oh, lecker. Schmeckt auch sehr gut übrigens. Sehr vollmundig. Sehr gute Wahl. Ich darf kurz zwischenschieben laut Quartett. Erwartet uns eine durchschnittliche Menge von 185 Gramm. Das ist der sogenannte Bierschiss. Wir müssen uns im Mittel 6-mal abwischen. Der Stinkfaktor liegt bei 7. Was? So wenig? Auf einer Skala von 1 bis 10? Ich nehme an, von 1 bis 10. Also 10, ja. Der wird geschlagen. Der wird geschlagen von der Scheiße-Explosion. Die liegt mit einem Stinkfaktor von 8 über dem Bierschiss. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 9%. Zeitaufwand 10 Minuten. Schmerzfaktor 5. Spülbarkeit 2. Und der künstlerische Aspekt bei 8,5. Und dann gibt es noch einen kleinen Flavortext. Die Wurst ist gar keine. Es schießt aus einem heraus und beweist den Sinn eines WC-Reinigers mit gebogenem Hals. Aber auch den besonderen Scheißespaß nach viel Bier. Also nochmal Prost. Ja, zum Wohl. Ja, darauf. Gut, dass ich mal richtig Wasser entschieden habe. Ach ja. Gibt's auch einen Wasserschiss? Nee, ne? Also der ist nichts Besonderes. Sag mal, Regina, spricht dich sowas an als Hörerin? So ein Content? Um Gottes Willen, jetzt habt ihr mich erwischt. ich finde tatsächlich nicht alles, was ordinär ist, auch witzig. Also, aber das ist, glaube ich, ist vielleicht ein bisschen geschlechtsspezifisch sortiert, ne? Weil so Männer sind da, glaube ich, eher unempfindlicher. Ne? Vielleicht kann ich das mit einem wissenschaftlichen Fun-Fact irgendwie auffangen. Es gibt ja die Bristol Stool Chart. Das ist also eine offizielle Messskala, die die Festigkeit von dem, was gerade im Quartett beschrieben wurde, beschreibt, in 7 Stufen. Und da ist dann von Sprühschiss bis Betonklotz alles dabei. Ist das so diese Fähnchen, die man auch zu Traube und Käsehäppchen? Also wie, mit so einer Skala halt. Nee, da sitzt jemand im Klo und hält so Schilder hoch, wie beim Eiskunstlauf. Weißt du? Das ist doch der künstlerische Faktor, der da genau, eben schon vorgetragen Haltung. Ist. Das Geile an so einer Männerrunde ist, dass die Hörerin Regina, die wirklich eine ganz treue Hörerin ist und uns nach jeder Folge so eine Einschätzung zukommen lässt, oder zumindest im Sommer, gerade gesagt hat, nicht alles, was hinten rauskommt, spricht mich an. Und dann kommst du mit dem Stuhlfaktor und Sprühschiss bis Betonklotz. Ja, kann man einfach auch mal so kontern. Das Gute ist, Regina, du bist ja jetzt hier und musst dir die Folge nicht mehr anhören. Aber ich wollte es doch im Freundeskreis verschicken. Nein, jetzt muss ich auch lachen. Jetzt hat mich das aber doch interessiert, dieses Thema, weil solche Sachen, wenn die wissenschaftlich erforscht werden, ich meine, wer forscht sowas? Und also, ich hoffe jemand aus England, weil sonst würde es nicht Bristol Stool Chart heißen. Das ist jetzt einfach meine ganz große. Das auf jeden Fall gibt es da bestimmt mindestens einen Lehrstuhl zu. Da arbeiten viele Schissenwachtler. Koprologen. Vielleicht ist der aber auch dann noch vom Preiskau wegen Kaiserstuhl. Koprologen heißen die. Ja, das Thema ist aber doch ohnehin eigentlich viel wissenschaftlicher als die Lacher, die wir eben hörten, so vermuten lassen. Ich meine, es gibt ja schon richtig Bücher, Darm mit Charme und alles Mögliche. Und die Frage, wie sich das Mikrobiom und so weiter zusammensetzt, gewinnt medizinisch immer mehr an Bedeutung. Also insofern hat das ja alles seine Berechtigung. Tatsächlich habe ich heute mir einen Film
besorgt. Also eine Dokumentation. Ich habe sie noch nicht angeschaut, aber die hat den Titel Holy Shit. Und es ist wirklich eine wohl wissenschaftliche Dokumentation. Ich lese mal ganz kurz den Beschreibungstext vor. Was geschieht mit der Nahrung, die wir verdauen, nachdem sie unseren Körper verlassen hat? Ist es Abfall, der weggeworfen wird, oder eine Ressource, die wiederverwendet werden kann? Auf der Suche nach Antworten begibt sich Regisseur XY investigativ und unterhaltsam auf die Suche durch 16 Städte auf 4 Kontinenten. Er folgt der Fäkalienspur von der langen Pariser Abwasserkanäle zu einer riesigen Kläranlage in Chicago. Und so weiter und so fort. Also es geht darum, was kommt eigentlich da hinten raus? Was kann man damit vielleicht machen? Und was können wir daraus lernen, auch was da hinten rauskommt? Ja, muss ich halt nur irgendjemand anschauen. Ja. Aber ja, also von daher, ich glaube, da, ne, wir nutzen ja auch Abfälle von Tieren oder von anderen Lebewesen, um daraus was Vernünftiges in Anführungszeichen zu machen. Ja. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, was passiert eigentlich mit Inhalten, die in so einer Kläranlage landen oder daraus gefiltert werden. Weiß es jemand? Ich glaube, im besten Fall werden die einfach angezündet und verbrannt. Der noch nicht verraten, das heben wir uns für die Kackfolge auf. Gut. Ja. Auf die werde ich mich intensiv vorbereiten. Welche Folge muss ich nicht hören? Wollen wir jetzt weiter über Code sprechen? Also ich hab zumindest eine wissenschaftliche Studie rausgefischt, die ich ganz lustig fand. Und zwar geht es um Waffen, um das Thema mal zu wechseln. Und man hat versucht herauszufinden, ob ein Messer aus einem bestimmten Material tatsächlich schneidet. Und ich würde ganz gerne mal in die Runde fragen, ob ihr auf das Material kommt. Ich will nicht den Bogen zu eben schlagen. Also die Frage ist, welche Messer schneiden am besten? Oder? Nee, sondern ich löse. Es ist ein Ringschluss. Also man hat tatsächlich ein Messer aus Kacke gebastelt. Es ist eine wissenschaftliche Untersuchung. Er löst sich. Ja. Und hat das Ganze gefroren und dann geguckt, ob es schneidet. Das Ganze ist im Journal of Archaeological Science herausgekommen mit dem Titel Experimental Replication Shows Knives Manufactured from Frozen Human Feces Do Not Work. Also man hat herausgefunden, dass gefrorene Kackemesser schneidet. Aber jetzt im Ernst, willst du mit so einem Messer dein Obst schneiden? Die Frage ist, warum hat man diese Untersuchung gemacht? Ja, das will ich auch sagen. Wie kommt man auf das Thema? Ganz klassisch Ausschlussverfahren. Und da versuche ich mal den Bogen zur Kulturwissenschaft zu schlagen. Hat jemand vielleicht das Buch Shadows of the Sun gelesen, den Bestseller? Ich auch nicht, aber da geht es unter anderem darum, dass ein Inuit-Mann eben genau ein solches Messer fabriziert und damit eben schneidet. Und das war Anlass dazu, das wissenschaftlich einmal zu untersuchen. Okay, jetzt habe ich aber genug über Code gesprochen. Ja, man kann sagen, du brennst für das Thema. Ja, ich brenne wirklich dafür, aber klar, das ist natürlich eigentlich eine Schwachsinnsuntersuchung. Trotzdem, als kleiner Ausblick, falls es diese Folge geben wird, das ist wirklich... Sie findet gerade statt. Ja, also vielleicht, ich habe einen kleinen Marketing-Vorschlag. Vielleicht können wir die auf unserem noch zu gründenden OnlyFans-Kanal rausbringen. Ich möchte als Fußnote anbringen, dass es, glaube ich, ein Fehler war, heute die Mikrofone den Gästen zu geben. Vielleicht kann ich ja mal eine Frage an die Gäste stellen, um so ganz unauffällig dann tatsächlich vom Thema wegzukommen. Habt ihr eigentlich irgendeine Lieblingsfolge oder irgend sowas? Habt ihr irgendein Highlight bei unseren Folgen ausgemacht? Also ich bin ja noch gar nicht so lange in diesem Loop drin, dass ich wirklich in voller Gänze das irgendwie überblicken kann. So diese Sidekicks, die immer mal wieder reingeworfen werden, ja, hier Folge so und so und das mit der Yellow Press, da habe ich nachher auch noch eine interessante Zahl zu.
die ich dann auch tatsächlich gehört habe, weil mir dann Beef gesagt hat, die musst du dir anhören. war die schon ziemlich cool, weil das ist auch dasselbe, was ich immer denke, wenn ich vor diesen Regalen stehe. Ja, ansonsten sage ich mal ganz selbstreferenziell, Folge 96 hat mir schon am besten gefallen. Ich glaube, mein Favorit ist die Bahnfolge gewesen. Ja, sehr gut. Die ist auch nicht schlecht, die habe ich gehört. Ja. Was mir auch oft auffällt, wenn ich eure Folgen höre, dass ich dann immer, also dass ich dann bei manchen Themen oder manchen Aussagen oder manchen Fragen, die ihr euch auch so stellt, immer denke, ja, ich weiß es eigentlich, ne? Also gerade bei so Sachen, die schon älter sind, wo ich denke, ja, das weiß ich einfach und ihr seid jünger als ich und ihr wisst es vielleicht nicht oder fragt es euch. Und dann, ich würde dann immer am liebsten aufzeigen und mich melden und sagen, ja, ich weiß es. Und ja, finde das mal ganz witzig. Ja, dazu muss ich kurz kommentieren, dass mir die letzte Folge, Folge 99 zum Thema Innovationen, wirklich noch im Enddarm hängt, sozusagen. Denn ich bin beruflich, ich sag mal so, relativ nah am Thema Innovationsmanagement dran. Und da waren viele gute Ansätze, aber es wurde eigentlich immer so 5 Meter vom Ziel verkackt, auf Deutsch gesagt. Also da war einiges an Potenzial liegen gelassen. Aber so ist das halt manchmal, ne? Also da kann man auch in der Tat nicht von Perfektion reden. Darum geht es ja auch gar nicht. Und das ist aber auch das Schöne hier an der Sache, dass man sich auch Themen widmet, in denen man nicht irgendwie so der Nerd und super sicher ist und das aber aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Also das macht für mich auch den Genuss des Podcasts immer aus. Also du hast unsere dahinterliegende Strategie leider noch nicht ganz verdaut, denn wir wollten ja damit, dass wir immer kurz vorm Ziel stehen bleiben, ins Museum des Scheiterns kommen. Ja. Wir wollten es doch nur ins Museum schaffen. Also der Klassiker, wie man bei uns zu Hause sagt, kurz vorm Klo in die Hose gemacht. Ja, so viel zum Thema Wechsel. Ja, ja, ich wollte sagen, es läuft alles auf diese Folge hinaus. Ja, ja. Ja, ja. Wobei, wenn ich ganz kurz da noch reingrätschen darf, also jetzt mal, das meine ich jetzt wirklich ernst. Das hat mir gefühlt vor 30 Jahren mal der Hausarzt gesagt als Teenager, der sagte sinngemäß, die Basics müssen funktionieren. Also das ist tatsächlich, und da gehört eben Stuhlgang und solche Dinge gehören da dazu. Also ich glaube, das ist tatsächlich so für das persönliche Wohlbefinden unfassbar wichtig, dass das einigermaßen rund läuft, in Anführungsstrichen, oder flutscht, wie auch immer man das sagen will. Aber das meine ich jetzt wirklich ernst. Also habe ich vielleicht ein bisschen, ja, okay, ich habe ein bisschen pointiert ausgedrückt. Aber letzten Endes geht es darum, dass also die Basics müssen da echt funktionieren. Das ist wirklich wichtig. Absolut. Das streitet ja auch niemand. noch ein Effekt, den eure Podcasts oft bei mir haben, ist, ich habe ganz viel Kopfkino. Jetzt auch gerade. Wenn ich da mal fragen darf, also jetzt kann ich mir das vielleicht beantworten, ist das eher gutes oder eher schlechtes Kopfkino oder ist das sehr, sehr facettenreich wie gerade? Facettenreich. Nicht rosettenreich. Ja. Soll ich das Quartett mal rumliegen? Lass es doch da liegen. Ja, das ist, also auf die Frage vom Sammer zu antworten, die ja hier eingangs oder eben gestellt worden ist. Also ich habe das ja schon gesagt, die Diktatorenfolge fand ich also super. Ich muss aber wirklich auch sagen, dass die in den letzten, ich weiß jetzt nicht, wann es genau angefangen hat, aber so im letzten Drittel der ersten 100 ungefähr sind ja sehr viele Themenschwerpunkt-Podcasts dabei. Und da freue ich mich immer besonders drauf. Auch wenn natürlich das Konzept des mit der Spontanität und dem wilden Hin und Her auch wirklich seinen Reiz hat. Und ich habe mich manchmal auch schon schippelig gelacht, das muss ich wirklich sagen. Also ich gebe da auch oft und gerne Feedback. Aber wenn man so ein Schwerpunktthema hat mit Leuten, die auch was davon verstehen, wie zum Beispiel Bahn oder Sand oder Schleim oder Bier, ja, dann nehme ich da auch inhaltlich was mit. Man kann es kaum glauben, aber es ist so. Also das war ja ein ganz bewusster tatsächlich Schwenk, den wir gemacht haben. Da haben wir auch heiß diskutiert. Sag mal, darf ich glaube ich sagen, dass wir da auch kontrovers waren, ob das so das ist.
weil im Endeffekt diese Spontanität, dass man eben gar nicht weiß, was kommt, auch absolut seinen Reiz hat. Und ich glaube, dass wir aber dadurch, dass wir jetzt überwiegend diese Themen haben, es gibt auch Leute, die uns geschrieben haben, der Pino zum Beispiel, den wir heute auch zur 100. gerne grüßen möchten, dem die offenen Folgen besser gefallen, weil er eben nicht weiß, so was das überragende Thema ist. Aber also ich habe für mich festgestellt, dass es einfacher ist, eben auch gute Gäste, Gästinnen dazu zu bekommen. Das versuchen wir zumindest. Und natürlich auch so ein bisschen den Fokus zu schärfen für die Stories, die dann auch auf dieses Thema einzahlen und vielleicht aber auch so ein bisschen von hinten durchs Auge, sodass man das sehr weit her, man kann das sehr weit fassen. Und das versuchen wir, glaube ich, auch nicht zu eng an dem Thema zu kleben. Ich glaube, es gibt ja trotzdem keinen Fahrplan, auch wenn ihr ein Thema setzt für eine Folge. Das, wie du ja gesagt hast, das letzte. Außer bei der Bahnfolge. Außer bei der Bahnfolge. Aber da ist er nicht eingehalten worden. Wart ihr wenigstens pünktlich? Weil es eine Bahnfolge war. Da waren wir auch verspätet, die war sehr lang. Ja, da haben wir es wieder. Also vielleicht darf ich das auch mal aus meiner Warte sagen, weil ihr jetzt mehrfach die Bahnfolge genannt habt. Mir haben eigentlich alle Folgen immer Spaß gemacht. Es ist für mich auch im Nachgang immer viel Arbeit und sehr, sehr teilweise erschöpfend. Aber dieser Moment jetzt hier, deswegen mache ich das auch, dieser Moment, wenn ich dann nach der Folge da stundenlang das Zeug zusammenklöppel, ist es nicht immer so, so freundlich. Aber die Bahnfolge war so, dass der Prollo aus dem Internet, der hat die Typen aus dem Internet geholt, so aus, ich weiß nicht mehr, Reddit oder so, von irgendwelchen Kanälen, kam auf einmal mit den beiden Bahnmenschen an, die total cool waren, die wirklich durch, also wahrscheinlich der coolste Lokführer ganz Deutschlands, ihr habt den ja nicht gesehen, aber wir haben den ja hier noch bei Zoom gesehen und beide für sich unglaublich sympathische Typen, die sich auch untereinander nicht kannten, aber das hat sich irgendwie, diese Chemie, die hat an dem Abend so gut gepasst, nach meinem Dafürhalten, dass das total Spaß gemacht hat, mit den Jungs zu sprechen. Ne? Das war halt auch so ein aktuelles Thema, aber die haben das so differenziert auch beleuchtet. Und das hat echt Spaß gemacht. Also Prollo, nochmal an dich. Du hast jetzt zuletzt immer im Internet da sehr interessante Persönlichkeiten ausgegraben. Den Palais Allee haben wir ja auch irgendwo bestellt. Nein, Quatsch, du bist ja hier Beefs Kollege. Aber das funktioniert eben auch so mit Leuten, die man gar nicht vorher kennt, weil die meiste Zeit sind die Gäste halt Freunde von uns, ne? So wie du, Hank Frank oder der Rheinherr, Palais Allee auch und so. Das sind alles Freunde der Familie. Die werden dann, wenn sie im Bus irgendwo liegen, schnell vors Mikro gezerrt und sagen, du bist jetzt hier Experte für. Und das funktioniert immer ganz gut. Aber gerade diese unbekannten Persönlichkeiten, die geben dem auch für uns nochmal eine neue Würze, weil du gar nicht weißt, wie die so ticken. Ne? Du weißt ja gar nicht, wie kannst du das rauskitzeln. Ja, das merkt man euch aber auch an, immer ein wenig. Also in diesen Folgen ist die, ich sag mal, offensive Sprache meistens etwas defensiv und dann taut das so langsam auf in der Regel. Und das finde ich auch immer einen schönen Prozess, gerade wenn die etwas länger als 60 Minuten dauern. Ja. Also auch da möchte ich nochmal, da ich ja weiß, dass das auch ein Thema des Podcasts ist, zumindest was die Organisation angeht, ist, dass es vielleicht kürzere und Häppchenfolgen geben soll. Ich bin großer Fan von langen Folgen. Natürlich, weil ich es auch mit 1,4-facher Geschwindigkeit höre. Deswegen sind die alle gar nicht so lang. Ja, vielleicht ist das der Profi-Tipp hier heute Abend vom Hank Frank. Fang doch mal an, so ab der übernächsten Folge einfach schneller zu sprechen und mal gucken, was dann passiert. Ja, wenn der Hank Frank das hört, dann hören wir uns an wie Chipmunks wahrscheinlich. Vielleicht kann ja jeder der Anwesenden noch mal was zu seinem, wo wir gerade bei dem Thema sind, Schwerpunktthema, auch noch mal ein kleines Anekdötchen zu seinen Schwerpunktthemen sozusagen loslassen. Also in eurer Expertise, für die ihr ja hier eingestellt worden seid. Ich möchte da direkt mal beginnen. Und zwar habe ich mich rund ums Thema Film mit der Zahl 100 auseinandergesetzt. Und es gibt einige Filme oder Serien, die mit der Zahl 100 im Titel agieren. Ich habe für mich das absolute Highlight herausgesucht. Und den Film, den ich jetzt ganz kurz hier besprechen möchte, heißt 100 Jahre Adolf Hitler. Passt jetzt von Christoph Schlingensief, ja. Natürlich. Also, falls Christoph Schlingensief nicht bekannt ist, ein deutscher Filmemacher, mittlerweile leider verstorben. Und naja, was soll ich sagen? Also in diesem Film
wird erstmal eine Menge Geschlechtsverkehr vollzogen, insbesondere von Adolf Hitler selber, dargestellt von Udo Kier, der arischen Vermehrung wegen natürlich. Dann wird, und da sind wir schon wieder beim Thema, sehr viel geschissen, hauptsächlich von Herrn Goebbels, der auch im Führerbunker da sozusagen herrscht, denn die Situation ist, dass wir die letzte Stunde im Führerbunker sozusagen beobachten. Und zwar in einer Art Snuff-Film-Style. Ja? Also die Kamera schwankt von Raum zu Raum und da passieren halt Sachen, die so halt passieren. Ich muss den Beef zitieren, ja, so basale, grundlegende Dinge einfach des Lebens, die auch in der letzten Stunde im Führerbunker sozusagen sich vonstatten getragen haben. Und in diesem Moloch sozusagen, ist der Irrsinn-System, ja, also das ist ein Abstieg in eine menschliche Kloake. Und am Ende stirbt Adolf Hitler. Ja, aber das ist nicht das Ende des Films, denn seine angetraute Eva Braun metamorphiert sozusagen zu ihm und bekommt einen Schnauzer, ja, und gebärt ein Kind und heiratet am Ende Martha Goebbels. Das ist dann das Ende des Films sozusagen. Ja. Also wenn wir die Zahl 100 so mit einem wirklich herausragenden Werk der Filmgeschichte verbinden wollen, dann wollte ich das jetzt hier erstmal kundtun. Ja. Man hätte natürlich auch so billige Sachen nehmen können wie eine Serie The 100 oder sowas. Aber das finde ich schon sehr besonders. Ja. Also das auch nochmal ein bisschen zur Weiterbildung. Ja. Und das ist wirklich, natürlich muss man Christoph Schlingensief mögen. Als Mensch sicherlich ein sehr liebenswerter Mensch, aber seine Filme sind schon sehr extrem gewesen und das ist so eigentlich so die Spitze des Wahnsinns. Aus welchem Jahr stammt der Film? Das ist eine gute Frage. Ich werde sie sofort nachschauen. Es müsste so um die 90er Jahre gewesen sein. Es ist tatsächlich das Jahr 1989. Der hatte doch bestimmt die Fliegerschokolade im Toblerone-Format da liegen, oder? Ja, da müsste ich nochmal nachschauen. Ja. Also der Film geht doch relativ schnell vorbei. Das dauert nur so 59 Minuten, glaube ich. Der ist tatsächlich auch schon im Kulturprogramm von Dreisat und im ZDF schon gelaufen. Da muss er ja gut sein. Ungeschnitten im Übrigen. Ja, verrückt. Ja, was kann denn Palli Alli zum Thema Bier heute noch beisteuern? Ich will jetzt den Bogen nicht von der Scheiße zum Bier spannen. Muss es von hinten aufrollen. Mal gucken. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Ich habe mich ja durch all eure Folgen in dem Sinne durchgewühlt, weil ja dankenswerterweise in den Shownotes fast immer die Getränkeliste zu finden war. Bei 2, 3 nicht. Da habe ich mich gefragt, schwach gewesen oder vergessen? Vergessen. Gut, richtige Antwort. Es waren so roundabout 280 Biere. Ich habe hier ein nettes Tabellchen gemacht. Also, ja doch. Dazu muss man sagen, also jedes, das da aufgelistet war, es sind auch Doppelungen dabei. Dummerweise haben hier in Dateiformaten von Office kann der große runde Apfel leider nicht die Zeilenzahl anzeigen. Aber ich weiß, dass es ungefähr 280 waren. In der Folge 98 sind ja dann doch nochmal einige dazugekommen. Und ich habe versucht, das statistisch ein bisschen auszuwerten. Fangen wir mal an mit den Top 5. Der Länder, aus denen euer Bier so gekommen ist. Habt ihr so eine grobe Richtlinie oder eine Idee, wo ihr so unterwegs wart? Also Bundesländer oder richtige Länder quasi? Staaten, ja. Also ich würde sagen, dass Deutschland wahrscheinlich ganz Nummer 1 ist und dann relativ schnell Belgien kommt. Ja, würde ich auch sagen. Ja, also ich fang mal mit Platz 5 an. Das ist Italien mit 14 Bieren. Dicht gefolgt von Frankreich, 16. Dann kommt Belgien mit 20. Dann die Niederlande mit 21, ach, die vor der 98. Folge noch auf Platz 5 war. Ja, das stimmt. Aber ich hab zu Palais Allais Leidwesen gestern die Shownotes aktualisiert und noch die Folgen 98 und 99 nachgepflegt. Und da war sehr viel Niederlande dabei.
Das nächste Bier geht auf dich. Ich wollte es eigentlich nur schön machen heute noch und dann kam da noch was reingeschissen, erschossen. Die Top 4 Brauereien sind deswegen 4, weil bei Nummer 5, das wären irgendwie 12 gewesen oder so, habt ihr 5 verschiedene. Also da habe ich dann immer die verschiedenen Biere einer Brauerei genommen, von Astra gehabt. 5 von, Achtung, Dackel. Das war irgendwie eine Folge, wo nur Dackelbier getrunken wurde. Ja, weil ich in, wo ist das, in Münster, nee, Dackel, wo war nochmal Dackel? Ja, ist Münster. Münster, weil ich mit meiner Frau in Münster war und bei der Dackelbrauerei in der Nähe untergekommen bin und da hab ich den Podcast hier versorgt. Okay, sehr gut. Ja, in Münster kenne ich nur den Platzhirsch, deswegen. Platz 2, erfreulicherweise Kamba. Das ist eine sehr junge Brauerei aus Bayern, die macht sehr gutes Bier. Mit 6 Bieren und mit 7 Bieren, Folge 98. Brand. Richtig. die Holländer nochmal schön. Ja, ich habe einmal das Brandregal im niederländischen Supermarkt leer gekauft vor ein paar Wochen. Ja, dann habe ich natürlich auch geguckt, was für Biersorten habt ihr getrunken, weil das stand in 90% aller Fälle dabei und den Rest habe ich mal fix ausrecherchiert. Also sowas wie Export oder so, ne? So, auf Platz 5. Ein Blond mit 20. Trinkt man ja eher so in Belgien, Holland. Passt also. Platz 4, IPA. Sehr lobenswert. Mit 27. Gleich platziert mit dem Pilz. Auch 27. Das von daher seid ihr schon innovativ unterwegs. Ja. In weiten Teilen. Der Rest ist dann unspektakulär. Platz 2 ist das Helle. Was ja so typisch süddeutsch ist. Was wir gerade trinken, das Goldene hier. Genau. Mit 37 Stück. Und dann auf Platz 1 das Lagerbier. Ja, also. Internationaler Klassiker. Genau. Bifa in Thailand. Lagerbier soll übrigens sehr gut fürs Darmmikrobium sein. Ja, ja, ja. Okay. Also alle, die Folge 96 gehört haben, werden es wissen. Alles, was jenseits Mitteleuropas liegt, ist in der Regel eher Lagerbier. Was auch wiederum Sinn macht. Dann, jetzt kommt meine Lieblingskategorie, aber es ist nicht die letzte. Folgen mit dem höchsten Bierkonsum. Ich dachte, das interessiert vielleicht. Wie ist das denn gemessen worden? Ja, Palin, du bist ein Zauberer. Ja, also ich muss dazu sagen, ich kann auch nur sehen, also ich habe das nur daran festgemacht, was da aufgeschrieben wurde. Ob jetzt jeder eins davon hatte oder ob ihr euch alle 12 Biere da brüderlich geteilt habt, das entzieht sich natürlich meiner Kann man da nicht eine KI über den Sound laufen lassen, die das versucht irgendwie rauszulesen? Übers Abwasser. Oh, das kommt. Der nächste Smash-It. Messung in der Kläranlage, genau. ja, also Platz 5 mit 6 Bieren teilen sich die Folgen 12, 51, 81, 83, 84, 87 und 95. 95 wurde gemerkt. Also in den 80ern habt ihr richtig Gas gegeben, ja. Dann auf Platz 4 die 52. Folge. Und weil das jetzt immer nur eine war, habe ich mir auch den Titel aufgeschrieben. Hundetourette, Saunaschlauch und Hammerhuden. Das war eine Karnevalsfolge. Ja. Beim wie heißt er noch? Karl-Heinz Ballermann vor der Wohnung im Benanza-Bus in Kostüm. Da fing der auf einmal an von irgendeinem Russen, der seine Hoden auf dem Roten Platz festgenagelt hat. Kein Witz, die Geschichte gab's. Kommt aber hin, ist Folge 7. Dann springen wir zur 96. Folge und das erschüttert mich ein bisschen und macht mich etwas traurig, weil es war nicht die Folge, wo das meiste Bier getrunken wurde, sondern nur die dritthäufigste mit 11 verschiedenen. Weizenwarnung, Gerstengaul und Hopfenfasten. Gefolgt Stargast von Platz 2, Folge 98. Folge 98 kommt heute exorbitant oft vor. Mit 13 Bieren, Sandmafia, Fischkot, Strand und Quasi-Kristalle. Aber da muss man fairerweise dazu sagen, das liegt auch daran, dass wir auch noch die After-Show-Biere da in die Shownotes gepackt haben. Das waren nämlich After. Gar nicht wenig. Es gibt 2 Fotos in den Shownotes. Eins, was wir live gedruckt haben. Und dann haben wir noch eine ganze Reihe hinten weg. Das war ist ja erst 4 Wochen. Ne? Das ist ja scheiße. Da gab es noch einen Nachklapp.
Wir wollten alle nicht nach Hause. So. Hast du einen Trommelwirbel? Ja, habe ich tatsächlich. Warte. Wo ist er denn? Ich habe sowas hier. Und ich habe den. Folge 61. Und da ist sie wieder, die Yellow Press. Mit 21. Ist der Eierlikör miterzählt? Nein, ich habe wirklich nur das Bier gezählt. Okay. Wenn da irgendwie stand Sektchen oder Wölf-Clicquot oder so, das hat alles gezählt. Aber die 61 ist doch nicht die, die Rainbow-Press-Folge. Ja, Horrorhaus, nee, Reifenreißer und Pillerkiller-Kanicke. Das ist die Stommelner-Gartenfolge. Das ist ja die Folge. Woher so. Hank Frank Schrader die Kartoffel, ja. Wie nennt man die Löcher? Erdmieten. Die Erdmieten. Gegen Biermieten getauscht. Genau. Verklag mich, aber ich glaube, da war dieses Yellow Press Bild drin. Na gut, vielleicht. Das war da drin, weil mir die Burschen zum, ich weiß nicht aus welchen Gründen, ein Potpourri von Yellow Press. Ja. Wir wollten, dass er sich einmal medialen Printprodukten dargeboten haben. Ja. Und ich glaube, da ist das auch das Thema für die Yellow Press-Folge so ein bisschen geboren an dem Abend. Also nur zur Erklärung. Wir hatten gedacht, es wäre ein schönes Präsent, wenn Herr Hank Frank in den Garten einlädt, ihm so einen Bierkorb quasi mitzubringen. Haben wir auch getan. Was wir nicht wussten, ist, dass er dachte, es ist eine nette Aktion, wenn er einfach den ganzen Garten vermint mit Bier. Und so endete das sehr übel. Ja, ich hatte also drei Kasten und ich glaube, es waren maximal drei Bier immer die gleiche Sorte. Also besondere Form der Tretmine. Ja. So, da gibt es auch Fotodokumentationen, vor allen Dingen vom nächsten Tag. Und vor allen Dingen in meinem Kopf sind auch so einige. Ich habe noch das Bild vor mir, das tatsächlich erst im Halbdunkel und dann im Ganzdunkel zunehmend tief in diese Löcher gegraben werden musste, sodass ich mehrfach Angst hatte, dass jemand für immer darin verschwindet. Also ich war da gestern noch, da sind aktuell nur noch Asseln drin, aber keine Biere mehr. Also wie viele Biere warten wir denn da? Hast du es gerade schon gesagt? In der Folge 21, ja. Das war ein sehr buntes Potpourri. Und so die letzte Kategorie, das ist jetzt eigentlich eher so eine persönliche Einschätzung, ja, von so einem allgemeinen Konsumverhalten. Ich hab die Kategorie No-Gos genannt. Da waren so ein paar Sachen dabei, wo ich mich schon gefragt habe, gut, einerseits spiegelt es meinen eigenen Geschmack wieder, aber so Heineken und Becks wurde doch ein bisschen zu oft getrunken. Ja. Ja. Halt, im Grunde ist das ja... Geht ja immer. Ne, Fischsoße. gefolgt von Schlenkerla. Ich wollte gerade sagen, also, die dauert aus. Haben wir da Schlenkerla erwähnt bei euch? Also das aber ist bitte. Mir auffällig. Ich habe so einen Schinkengeschmack im Mund. Ich weiß nicht, hat Schlenkerla eine Karte im Scheiße? Ich muss sagen, das Schlenkerla wurde auch an der Folge 61 kredenzt, aber nicht geöffnet an dem Abend. Nee, haben wir nur mitgebracht. Wobei ich ganz ehrlich, geschmacklich unter dem Schlenkerla noch dieses Bockwurstbier aus Holland da irgendwie. Das hat doch nicht alles. Ach so, oh sorry. Wer hat das eigentlich mitgebracht? Eben, keine Ahnung. Ja, also war dann hier auch bei mir ganz oben auf der Liste, neben Karlskrone und Perlenbacher, ja, das gute Pennerglück aus der Plastikflasche. Was zum Henker ist Badischgose mit Bockwurst? Also, und damit schließe ich. Ja. Also, hier, ich möchte einmal dem hier für dich. Also, es ist wirklich großartig. Du bist deinem Namen und deiner Reputation wirklich gerecht geworden. Das ist ja der Hammer, was du da alles rausgezogen hast. Also wenn wir das in irgendeiner Form in die Shownotes packen können, dann sehr gerne, weil das ist etwas, worüber wir schon ewig sprechen, dass man man müsste mal, so, ne, so ungefähr. Und das haben wir noch nie gemacht. Ich schicke euch das. Ein Traum. Ja, da hast du den Job für die nächsten 100 Folgen auch. Ne? Wenn es noch ein paar Bier-Specials gibt, bin ich dabei. Kriegen wir hin. Ja, Herr Moderator. Aber die Frage zum Wurstbier, die müssen wir noch klären, bitte. Also, ja. Also ich kann es ja, also ich gestehe, ich habe es mitgebracht, okay. Und ich habe es halt gesehen und das war in der komischen, wie heißt diese Kette, Strauß Innovation. Und da gab es das. Und das war in Holland und da habe ich das gesehen, das stand im Schaufenster, ich weiß es nicht mehr. War auch albern teuer und ich habe gesagt, okay, das kann nur widerlich sein und dann ist es möglicherweise ein Thema für einen Podcast. Und das war die Verknüpfung. Und da dachte ich, ja, müssen die anderen mal durch. Ja, Beef und Bier, ne? Das ist ja bei dir dann auch naheliegend. Alles beides in einem, ja, in der Dose. Ich muss etwas sehr Trauriges sagen. Und ich muss zwar aufs Klo. Es pressiert.
Und ich muss einen vorzeitigen Abgang machen. Ich bin sehr stolz gewesen und dankbar, bei der 100. Folge dabei gewesen sein zu dürfen. Und wünsche euch noch viel Spaß und viel Bier und einen guten Schiss. Besten Dank. Dann sage ich mal Tschüss. Vielen Dank, lieber Reinherr. Schön, dass du da warst. Und ja, bis ganz bald wieder. Über das Thema können wir ja noch mal, wir können gucken, ob wir das noch ein bisschen schöner gestalten. Aber du bist auf jeden Fall wieder gerne hier gesehen als Gast und auch gerne als Gastgeber. Also wir machen das jetzt einfach jetzt jede Woche, dass wir nur die Gäste sind. Das ist viel angenehmer. Das ist traumhaft. Ja, sehr gerne. Also Stichwort ist Koprophagie. Das ist auch noch so ein kleiner Teaser in der Biologie, sehr, sehr wichtig. Okay. Ohne Scheiß. Also, tschüss. Tschüss. Oh nein. Oh Gott. Ich hab's gerade gegoogelt. Keiner will's wissen, was es bedeutet. Okay. Ich finde die Turnarounds heute sehr unglücklich. Scheiße, ja. Bier, Scheiße. Er hinterlässt einen warmen Stuhl. Oh, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Ja, wo wir ja hier schon fast, wie soll ich sagen, auf Abschiedstournee sind für diese Folge. Ich habe tatsächlich, und da sage ich nochmal tatsächlich, zwar keine empirische Erhebung gemacht wie Palais Allee, aber gefüllt, wie der Kölsche sagt, gefüllt, ne, habe ich mir schon fast vorgenommen, ein Trinkspiel privat zu Hause durchzuführen, nämlich für das mit Abstand am häufigsten genutzte Wort in diesem Podcast. Und dieses Wort ist tatsächlich. Also da bin ich fest von überzeugt. Deswegen möchte ich alle Hörer, Hörerinnen, Hörenden, Hörerinnen dazu aufrufen, bei jedem tatsächlich in jeder Folge wenigstens ein kleines Eierlikörchen, ne, reinzuholen. Denn dann zieht sich so eine Podcast-Folge auch immer eine Woche, weil man des Öfteren, glaube ich, einschläft aufgrund des Eierlikörkonsums. Also das ist mit Abstand das meistgenutzte Wort ever, ever hier. Und vielleicht kann man da auch so eine Art Gewinnspiel draus machen. Vielleicht gewinnt ja diesmal jemand oder vielleicht gibt es ja auch irgendeine Art von Erhebung dazu. Dazu muss ich ja nur mal jemand rühren. Also wir sind ja immer ansprechbar auf allen Kanälen, jetzt seit neuestem auch, was war das hier, Instagram und so weiter. Schreibt uns einfach an und dann gibt es vielleicht was zu gewinnen. Man weiß es nicht, feuchten Fuzzi, wir werden es sehen, aber können wir drüber reden. Aber was war nochmal die Frage? Das war gar keine Frage, war eine Forderung. Ja. Also. Die Gewinnspielfrage. Ja, das ist tatsächlich. Quasi. Wie oft tatsächlich gesagt wird? Pro Folge. Henk, hast du denn auch mitgeschnitten, wer da hier von uns Vieren da besonders auffällt? Ich habe auch eine Vermutung. Nämlich? Die hat was mit Fleisch zu tun. Tatsächlich. Ja, das würde ich genauso sehen. Ist doch. Das ist tatsächlich Lüge. Spannend. Ja. Also das ist allerdings ich bin Podcast-Hörer auch, ich muss mich outen, ich höre auch andere Podcasts, verrückt, aber es ist so. Und da gibt es immer so Wellen von so, wie soll ich sagen, so Füllwörtern oder von Wörtern, die dahingehend oft und gerne irgendwo eingebunden werden. Und in den Podcasts, die ich sonst noch höre, ist das Wort sozusagen auch inflationär über die Maßen immer wieder da. Und wenn man sich einmal darauf eingeschossen hat und das einmal so hört, dann kriegt man irgendwann auch nicht mehr so aus dem Weg geschoben, so rein akustisch. Und da ich beruflich auch ein bisschen was mit formellen Sachen zu tun habe, meistens muss ich die lesen statt hören, ist das so eine Art Berufskrankheit von mir. Von daher Kann ich total gut nachvollziehen. Das würde mir genauso gehen. Ich würde gerne mal die Regina fragen, auch wenn ich heute nur der Gast bin. Du hast ja wirklich auch recht schnell nach jeder Folge immer so einen Kurzkommentar an den Sommer abgeschickt. Und gibt es da so irgendwann, wenn du dir jetzt eine Sache wünschen würdest, außer dass wir nicht so viel über Kackthemen reden, aber wenn du dir eine Sache wünschen würdest, dass wir in den nächsten 100 Folgen vielleicht mal das Wort tatsächlich seltener sagen würden oder dies oder das oder jenes, dann sag das doch jetzt mal. Das würde mich echt interessieren. Ich weiß nicht, was der Sammer nach jeder Folge erfindet, was ich geschrieben haben soll.
Ich mache das zwar, das stimmt, ich mache das öfter mal, aber echt nicht nach jeder Folge. Sag mal, nicht nach wir jeder, sprechen ja. uns noch. Ne? Ja, der sagt immer so, Regina sagt, sie will Kinder von uns und so Dinge. Ist das gar nicht wahr? Da gibt es wohl einen Anschiss nachher. Ja, und zwar tatsächlich. In der Tat. Nein, das ist ja auch ganz positiv zu sehen, Regina. visdp@benanza.de. Auch andere sind aufgefordert, uns zu schreiben und Feedback zu geben. Ja, aber das S kannst du weglassen. Das heißt nur VIDP. Da siehst du mal, der Samar, der übertreibt. Das S steht für sozusagen. In die Scheißpresse. Nee, was heißt ja, vielleicht ist das auch nur von mir falsch wahrgenommen, weil ich mich da immer so freue. Aber du bist jedenfalls eine derjenigen, die regelmäßig so einen kurzen Kommentar nach dem Hören der Folge und das auch sehr kurz nachdem wir sie veröffentlicht haben, von dir gibt. Und ja, deswegen würde mich mal interessieren, dass du vielleicht, du schreibst ja meistens sehr nette Sachen. Gibt es vielleicht irgendwas, wo du sagst, oh, das hätten sich jetzt echt sparen können? Fällt mir spontan nichts ein. Fällt mir spontan echt nichts ein. Nee. Also. Okay. Ja, das ist, ehrlich gesagt, wenn ich zu Hause eure Folgen höre, dann geht das einfach besonders gut mit 1 bis 2 Gläsern Wein. Ja. Okay. Nee, also ich finde das super, dass du überhaupt so lange immer wieder das machst, weil wir stellen uns, glaube ich, auch so einzelne Personen vor teilweise. Also Hank Frank wird ja regelmäßig ausgeschautet. Ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn du das hörst, dass du dann denkst, so, ach, yeah. Ich freue mich immer. Ja. Also ich fühle mich ja auch so ein bisschen mit dem Herzen, ne? Vom Herzen kommt das ja, ne? Fühle ich mich ja auch immer dabei. Deswegen, ja, bin ich ja auch gerne oder wie soll ich sagen, freue ich mich, wenn man mich erwähnt dahingehend, dass ihr denkt, dass ich von irgendwas eine Ahnung hätte, obwohl das ja vielleicht gar nicht so ist. Ja, aber du kannst es zumindest schön ausdrücken. Man könnte meinen, du kannst Redde. Gut, ja, danke. Gleichfalls. Kannst du aber weiter Redde. Ich bin ja heute ja nicht der Moderator. Ja, okay, gut. Wenn ich das jetzt hier dann sozusagen abmoderieren soll, dann werde ich das gerne machen. Das hast du jetzt gesagt. Das habe ich jetzt gesagt. Ey, was, wir haben noch nicht mal 3 Stunden. Ja, das ist ja auch nur die 100a-Folge. Die 100b-Folge wird gleich ab 23.30 Uhr aufgezeichnet. Bei OnlyFans. Bei OnlyFans. Only for Fans. Natürlich nur mit Premium-Zugang. Ja. Die entsprechende PayPal-Adresse wird gleich durchgegeben. Bevor du abmoderierst oder so, der Karl-Heinz Ballermann wurde vorhin mal kurz schon erwähnt. Ich möchte ihn trotzdem nochmal auch ausdrücklich in Erinnerung rufen, weil ich habe mir für mich mal Gedanken gemacht, was war eigentlich meine Lieblingsgeschichte. Und wahrscheinlich gibt es viele. Und ich habe über die Shownotes ja auch nicht irgendwie alle direkt so nochmal in Erinnerung rufen können. Aber eine ist jedenfalls vom Karl-Heinz Ballermann dabei, die mir einfach unheimlich witzig in Erinnerung geblieben ist. Und das ist das Bungee-Schwein. Da wollte ich noch mal dran erinnern, wie in China zur Eröffnung eines Freizeitparks die Chinesen ein Schwein irgendwie in wahnsinnige Höhen hoch transportiert haben und einfach haben Bungee springen lassen. Und das war eine Geschichte vom Karl-Heinz Ballermann. Bei der Gelegenheit haben wir auch gelernt, dass er Mandarin beherrscht. Und ja, damit wollte ich mal dran erinnern, das ist eine meiner definitiv Lieblingsstories. Karl-Heinz, schöne Grüße. Ja, ich habe es mal schnell hier rausgesucht. Folge 5, Leguanado, Schweinebungee und Fäkaltouristen, als ob das Thema schon damals im Raum lag. Also ist ja unglaublich. Und Zombie-Apokalypse, was wir auch demnächst mal als Thema machen wollten, ist da auch schon angeteasert. Zombie-Apokalypse in der Lindenstraße. Ja, also wenn der Moderator Hank Frank es erlaubt, die mich kennen in den letzten Wochen, wissen, dass ich gerne mit der Suno AI rumspiele. Ich habe es ganz kurz gehalten, ich habe nur eine Strophe, weil mehr Zeit hatte ich nicht. Aber du hast vorhin mir den Steilpass geliefert, nämlich Polochson. Das war die allererste Folge und bei Polochson, ich habe einen kleinen Reim drauf gemacht und das geht jetzt wirklich nur 30 Sekunden. Bitte,
Ich werde den Song noch verkomplettieren. Meine Fresse, meine Fresse, 100 Folgen voll in die Presse. Und womit hat das alles begonnen? Mit deiner Story über Polo Sonne. So, das war's auch schon. Aber ich liebe diese AI, ich kann es nicht anders sagen. Und wenn sie mich eines Tages zur Strecke bringt, da habe ich zumindest viel Spaß mit ihr gehabt. Ja, kann ich nur bestätigen. Also macht eine Menge Spaß. Ich wurde auch diese Woche nochmal auf einen Metal-Song aufmerksam gemacht, der auch in dem Rahmen erstellt worden ist. Also sorgt auf jeden Fall für gleichzeitig Verwunderung, aber auch große Freude, muss ich sagen. Also ich freue mich da immer, wenn man da kreativ auch noch ein bisschen von der anderen Seite das Ganze beleuchtet. Ja, wir gehen mit der Zeit. Ja, sehr schön. Okay, meine Damen, meine Herren, liebe Gästinnen, Gäste, Hosts, Hostinnen, whatever. Ich denke, nach wie lange sind wir jetzt dran? Etwa anderthalb Stunden, ja, können wir diese wirklich, ja, wie soll ich sagen, diese unfassbar runde Zahl, nämlich 100 für heute, ja, nochmal in den Vordergrund stellen. Also ich bin damals nochmal, es ist jetzt gut 4 Jahre her, dass ich zum ersten Mal mit diesem Podcast konfrontiert worden bin und es sind jetzt 100 Folgen. Wer hätte das gedacht, sage ich jetzt einfach mal so. Und ja, freut mich weiterhin, hier dabei sein zu dürfen. Und auch wenn das nicht so ist, höre ich das immer sehr, sehr gerne an. Also ja, von daher, wie soll ich sagen, auf die nächsten 100, wie man es dann in solchen Fällen oft und gerne sagt. Ja? Und ja, ich freue mich weiterhin auf wirre Folgen, auf Folgen ohne Plan, auf Folgen mit Schwerpunktthemen, auf Folgen mit ja, externen Experten oder halt eben auch nicht. Aber ich glaube, alle Anwesenden und auch alle Hörerinnen sind sich einig, dass das hier eine, ja, wie soll ich sagen, eine sehr runde Veranstaltung ist. Und herzlichen Glückwunsch. Yippie! Vielen Dank. Schön, dass ihr das heute gemacht habt für uns. Gerne. Ja, gerne. Bis dann. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss.